Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kaufe ich mir auf jeden Fall mein Auto. Ich habe ja hier 600.000 hier auf Konto dabei. Aber ich kaufe mir vielleicht ein 300.000 Konto mal. Kreuzschutz löschen. Ach du Scheiße. Der wäre auch geil. Nee, ich kaufe irgendwie immer alle bei Legendary. Ich kaufe mal sowas. 600.000. Kunde schon weit hoch. So viel auch ein Konto, Alter. Oha, der ist ja gar nicht irgendwie geil aus, ne? Der war noch geil. Ist denn das für einer da? Was tut denn das so groß? Latini oder Wein, bist narrisch oder was? Weil du hast Jamie fast. Und weil du Kevin. Und weil du Kevin hast. Sollten uns der Trottel unterbrochen? Runter. Vielleicht holen wir ein Motorrad, ich habe noch eine Kurrenz. Vielleicht aber nicht. Ich weiß ja noch nicht, was ich mir hole. Sollen wir ein Auto um 600.000 können? Boah, das ist immer so schwarz am Sogen. Der sieht doch geil aus. Der hier sieht doch geil aus. Hier kann man ja aber nicht leisten. Nee, so eine. Soll man so einen holen? Moin. Alter. Soll man. Weißt du was? Ich hole auf jeden Fall mal so an. Weil ich will ihn noch mal schauen. Was bist du denn für Schira? Ja, okay, steck allein. Mama mia. Bei mir bist du unsichtbar her. Bitte einmal da hier. Wer ist denn nett von Ihnen? Der kommt ja da davon. Mal vor, der ist ein bisschen schnöher, ha? Ha? Das ist schon so wie von der Lila in den Gang. Du folgst mir überhaupt nicht. Statt dass du wieder bei einem Gangviertel wohnst. Hä, was macht denn er? Oh, so viele Leute sind dumm einfach zum Auto fahren. Ja. Heil. Sein Auto packt der Paar ein bisschen rum, oder? Ah ja. Witchy Witch. Und soll ich ein bisschen zum Strand gehen? Hab irgendwie Lust zum Strand zu gehen. Aber ihr wollt ja eigentlich heute. Wisst ihr was? Natürlich bin ich mal wieder zu dumm. Und mache einen Ausflug. Aber mit diesem Rad war euer Rad habe ich nicht. Und ich kann mir auch keines mehr leisten. Ich habe zwar nur 327.000, aber ich kann mir keines mehr leisten.
Oha, wer Kunde sah, wer Kunde sah. Willi, Willi, Willi. Du, gell, bin ich gehe ja wohnt, weil noch nachher mein ganzes Gesicht voller Blut. Also, dann sich doch gar nicht. Ja, moin, so sind das. Mein Gesicht habe nicht voller Blut, aber hauptsächlich die Wand ist voller Blut. So realistisch. Also, Rockstar Games ist wirklich manchmal wirklich dumm. Ja. Ah, stimmt, was ich euch. Ja. Nein, ich weiß nicht mehr, wo das genau war. Oh Gott, ich will so mit den Lilis aus der Anni fahren. Hat das super geklappt. Stört euch, wenn ich nicht mehr bei der Musik alle tue? Ein bisschen Musik muss es sein. Es ist cool, weil die Boom aus der Stadt. Ein Mädel verloren, das war fein. So ein buchendes Stil, seine fotzige Hand. Ich frag mich, was wollt denen ein? Ein bisschen Geld in die Haare und ein Porsche Cayenne. Es reicht mir bei Weitem noch nicht. Stell ich mir schon ganz was anderes vor, was mein Herz wieder höher schlagen tät. Ich stehe auf Bergbauernbuhne und ich mein Herz längst verloren. Mit dem Traktor vors Haus und steig aus mit der Ebenverstaus. Ich stehe auf Bergbauernbuhne und hab ich mein Herz längst verloren. Mit dem Sonntagsunterricht mit der schneidigen Sicht werde ich hoch. Wo man verloren sind, wie den Jola bekommt und seine Worte waren ihr Mund. Und in der Musik und spielt, wenn er sein Till bei Hund, Bauerbo, er tanzen kann. Oder mal wollt, sagt er, ich hab dich gern und dass er wohl ein Bus sein kann hätte. Ich stehe auf Bergbauern, doch wie mein Herz wird verloren. Steig aus mit der Höhe. Ich stehe auf Bergbauern, doch wie mein Herz wird verloren. Kommt schon das Frühstück, dann schneide ich die Zeit, weil ich hoch. Bergbauernbuhm. Oh mein Gott. Sie sind deswegen alle da, was tut denn das so groß? Weil ich wie alle weib ist nice oder was? Weil du ein Chevy fährst und weil du Kevin hast und du die lang lebst und Rest sein. Da schau ich nicht anders drei, aber schon gewiss nicht. Der zu mir über den Fuhldach und das sagt mir, was du willst. Pass auf, dass du dich nicht verkühlst.
aber vergiss nicht. Diesen Mann heilen bauen, auch sowohl die Bauerzahn und kannst du sagen. Bist auf ihn, wenn du es kriegen, mit ohne Zeile stehen und kannst du sagen. Ob der wohl in den Hosen akkurat steht, flog mir am Block gehen. Auf der Spitze steht, ich stehe mit mir. Kannst dir sagen. Und kannst dir sagen. Und kannst dir sagen. Kannst dir sagen. Und kannst dir sagen. Wegen über Dummen, sie weiterkommen, denn ich hatte viel zu tun. Ah, stimmt, das wollte ich euch jetzt sagen. Hier sieht hier mein neues Fahrzeug aus. Was ist das für Lil? Auf jeden Fall hier finde ich es sehr fresh, bisschen ausprobiert, dies, das. Und auf jeden Fall, oh mein Gott! Geil! Geil! Ja, los, Herr Schweibatz, ihr Christi, aber besser gesagt, dazu du. Ihr könnt irgendeine Mission, du tust einfach mal hinfahren. Ah, ah du Wichser! Na, ah, die Nachbarin. Oh, kennst du Nani? Sieht unser heißer weiter Weg von mir. Ist das Wetter nun mit, wie geht mit dir? In der Hälfte dürfte ich solo sein. Ach so, du sie, ich kann sie gar nicht leihen. Hat so ein Junge immer halb ist on. Weiß ich von Lust zum Fischen, Burschen rum. Sie macht auf dicke Lippen zum Genieren. Geht mit uns zu Burschen kokettieren. Er ist was laufen mit der Falsch. Ob sie sehen, was der tut. Die Nachbarin. Unser Burschen gern, halt es von den Burschen fern. Die Nachbarin. Ich zeige euch jetzt, wie ich mein Buch schreibe. Und zwar, ich tue zuerst mal meinen Computer rein. Der hat einen kleinen Schaden. Weil ich schreibe ein Buch, eine Liebesgeschichte. Und ja. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch solche Videos gefallen, wo ich Bücher oder so zeige, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und lasst einen Support da. Abonniert es komplett kostenlos und ein Like nicht vergessen. Weil, und bitte, bitte, bitte. Ich sag das jetzt wahrscheinlich fast jedes Mal das Video, bis wir die 100 Abonnenten haben. Wenn ich 100 Abonnenten habe, kann ich live gehen. Und der Livestream wird 6 bis 7 Stunden dauern. Ohne Scheiße, der wird so lang dauern. Ich bin von Viertel nach 8, warte mal kurz. Bis 9, 10, 11, 12, 13. Ich bin so dumm. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Bis Viertel nach 2 in der Früh, Streamy. Bis Viertel nach 2, das müsst ihr euch mal denken. Überhaupt, wie viel Arbeit das überhaupt für mich ist.
Und es ist mir egal, nachher, ob du guck oder mir zuschaust. Ich stream weiter. Könnt ihr mir nachher anschauen? Das ist mir wurscht. Hauptsache, ich kann ordentlich mal streamen. Das war so lieb, Leute. Also, wenn ihr da mir gerade ein bisschen ein Support gebt, ich freue mich hier über jeden, wirklich über jeden Abonnenten. Wirklich, über jeden. Liebesgeschichte, Haupttitel. Gott, was ist Junk? Mach das Ende nochmal auf. Mein Bruder, bitte passt auf beim Skifahren, gell? Also ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte. Mein Bruder, der war von, keine Ahnung, ein paar Tagen gerade Skifahren. Und jetzt ist halt gewesen, dass ins Krankenhaus um ihn aufmessen. Weil, jetzt erkläre ich das. Weil er ist einfach in Tiefschnee gefahren, also und eigentlich, also in Volt bitte, bleibt auf der Piste. Ich bin aufregend auf dem Volt gefahren, aber jetzt, oder auf, in Tiefschnee, aber jetzt tue ich es nicht mehr. Weil das ist so gefährlich, Leute. Ich habe mir noch gerade gehört von meinem Bruder, dem nachher ist halt passiert. Und auf jeden Fall, Leute, das ist so gewesen. Mein Bruder ist in Tiefschnee gefahren. Man hat einen Baumstumpf nicht gesehen. Nachher ist er halt zu nicht gefahren. Dann hat er irgendwie mit dem rechten Fuß irgendwie voll blättern. Und wenn. Wenn. Ihr sowas bitte. Also wenn ihr sowas fahrt, bitte passt sehr genau auf. Den Baumstumpf hat man noch nicht gesehen und er ist irgendwie hängen geblieben. Und war der Ski nicht außer, hat er wahrscheinlich. In Knochen raus im Kopf. Also bitte, bitte, schaut's, bitte auf euch. Mein Bruder, wo ist gerade erst zurückgekommen vor einer halben Stunde oder so. Also bitte. Bitte. Weil es, wisst ihr Leute, ist ihm nicht, ist schon so gefährlich. Jetzt ist voll gefährlich, Leute. Wenn man ein bisschen Skifahren tut oder keine Ahnung. Jetzt ist gefährlich einfach. Und bitte, auch wenn ich euch jetzt voll war und es euch überhaupt nicht interessiert, ich will einfach leid, dass kein Menschen sowas passiert. Zum Beispiel das letzte Mal, ich gar nicht mal so lange, 15 Jahre war, aus Österreich, wo ich halt wohl wohne. Aus Österreich, ist rodeln gegangen. Und natürlich, wo mal wieder, man kann, das sind nicht Jugendliche, die fahren einfach schnell. Aber bitte, auch wenn ihr Jugendliche seid und mich schaut, bitte, passt auf. Der ist tot. Tot. Ist er. Der ist tot. Das ist ja das. Und ich glaube, kein. Also, ich mag halt einmal nicht. Dass jemand stirbt. Und was ich nur sagen muss. Ich finde es voll besser, Leute, wenn da irgendwann gerade das Video schaut und das jetzt gerade hört. Bitte lasst es. Weil das ist noch und so. Das ist straftätig. Also, Leute, es gibt mittlerweile Menschen hier in Österreich, die verkaufen
Masken, bitte kauft ihn nicht, weil da ist Betäubungsmittel drinnen. Wenn du dann betäubt bist, dann sie bei dir einbrechen. Hast du Geld, nichts mehr, die Rettung, keine Ahnung, wird nicht einmal informiert. Du bist ausgeraubt worden, du bist weg, du bist kaputt, du hast nichts mehr. Die machen alles hinig. Bitte glaubt mir, Leute. Ich hab's eigentlich auch erst heute erfahren. Das steht noch nicht mal in der Zeitung. Das steht noch in den Nachrichten drinnen, hab ich's gehört. Also bitte schaut auf euch. Und auf eure Familie. Was gerade was machen? Also hier seht ihr jetzt, wie ich hier arbeite. Kann ich das noch da so hinstellen? Ja, sollte es nochmal losgehen. Bälle, ne. Hey, was bin ich da noch jetzt im Word eigentlich drinnen? Warte mal kurz, Leute, ich schreibe jetzt hier mal einen Song. Weil ich glaube, ich brauche mal einen Song, der was ja selber singen kann. Sehen wir jetzt der Schwarze hier, der ist vom Bildschirm, keine Ahnung, was da los ist. Wir wissen es selber nicht. So, was sollt ihr denn für long, für geiles Lel schreiben? Oh. Hast, ups, du es nicht kapiert. Also wieso hast du es nicht kapiert, heißt das Lied. Das machen wir jetzt auch ein bisschen größer. Wieso hast du 305 verruft? Weiß ich nicht. Sprich auch bitte. Ja, gleich. Was hast du da? Ja, YouTube wieder aufnehmen. Und den beiden Song schreiben. Also ich sag meine Zuschauer, wie ich einen Song schreibe. Sprichst du? Ja. So, wieso hast du es nicht kapiert? Wie? Hast du mir geglaubt? Glaubt, dass wieso hast du es nicht kapiert? Wieso hast du es nicht geglaubt, dass sie dich nur verarscht? Du hast es einfach nicht kapiert. Wieso hast du es nicht kapiert? Weil du selber drauf kommen musst. Wieso hast du es nicht kapiert? Ich check es einfach nicht. Sie ist einfach, check es einfach nicht. Also es geht noch so, wieso hast du es mir nicht geglaubt, dass sie dich nur verarscht? Wieso, wieso hast du es nicht kapiert? Ich check es einfach nicht.
Wieso warst du nur so dumm? Ja. Leute, schreibt mal ein paar Ideen in die Kommentare, wie ihr einen Song schreiben würdet. Und wie eigentlich ein Song von mir heißen soll. Weil ihr könnt ja auch hier mal einen Song, also einen netten Überschrift reinschreiben. Da versuche ich mal das ein bisschen vorzubereiten. Noch ein Song, ja, wer das geschrieben hat. Und nachher mache ich den Song draus. Und ja. Da müssen wir leider die Überschrift schreiben. Mehr braucht ihr nicht. So, weiter geht's. Dann geht's jetzt weiter. Sie verarscht dich nur und raubt dich irgendwann aus. Ist nicht so einfach zu schreiben, so ein Song, ehrlich gesagt. Du glaubst mir immer noch mehr. Mir aber sowieso nicht glauben, du musst es selber kapieren. Also, ich singe jetzt mal das alles, was ich jetzt mal geschrieben habe. Ich lese was, wie ja, schon das mal überlegt habe, wieso hast du es nicht kapiert? Wieso hast du mir nicht geglaubt, dass sie dich nur verarscht? Wieso hast du es nicht kapiert? Ich checke es einfach nicht. Sie verarscht dich nur und raubt dich irgendwann aus. Na, raubt dich aus. Na, raub dich aus, es passt irgendwie besser. Raub dich aus. Raub dich aus, du wirst mir aber sowieso nicht glauben. Du musst es nämlich selber kapieren. So. Ich finde mir eigentlich immer so irgendwie so schwer eigentlich zum Sorgen. Ich dachte jetzt einfach Sorgen. Wieso geht das denn nicht? Also die zweite geht, du bist hübsch und nett. Sie ist das Gegenteil. Also sie ist schierisch und nett. Also dass sie unsympathisch ist. Auf jeden Fall, was ihr eigentlich nur sagen wollt, gerne beim Livestreamen. Ich tue jetzt mal kurz was machen. Beim Livestreamen, also wenn ich mal live gehe, reagiere ich zuerst auf Videos und nachher spiele ich irgendein Spiel. Ich tue noch mal PlayStation mit meinem Computer
zusammen tun und ich hoffe, dass es irgendwie klappt, dass er nachher enthält. Sie nachher halt spielen können und wenn nicht, nachher reagieren wir einfach weiter und ich versuche es nachher anders mal auf jeden Fall. Könnte man ja gleich probieren, gell? Das probieren wir gleich. Ah, da habe ich's. Warte kurz. Kann ich hier was machen? Theoretisch müsste es jetzt hier jetzt gehen. Nö, bitte. Ah! Jetzt weiß ich, was ich noch tun muss. Ich kann es einstecken, Leute. Das einstecken. Können wir mir vielleicht zucken, wenn es geht? Ein Isse, Kabel verkabelt. Ja, das geht nicht, Leute. Leute, flankt auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button. Ciao! Also, das war's für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button und Abo-Button. Komplett kostenlos. Tschüss!